Womit isst man Weinblätter? Kochen wir den Reis in der Füllung? Nein, welche Weinblätter benutzen wir? Wir haben ja Reis in unserer Füllung. Und Reis quillt auf, wenn Wasser drin ist. Das heißt, die Füllung vergrößert sich nochmal. Das ist einfach. Hey Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Es ist heute Sonntag und ich lade heute ein neues Video hoch. Ich will gar nicht emotional werden, aber Sarma, also gefüllte Weinblätter, sind das Essen meiner Kindheit. Und bis heute mein absolutes Lieblingsessen. Es gibt einen Knackpunkt. Ich glaube, es ist eins der Gerichte, die jede Mutter tatsächlich anders kocht. Das kann ich bezeugen. Ich habe es bei 99% der Bekannten, bei denen wir waren, nicht gegessen, weil es mir nicht geschmeckt hat. Und das hat den Grund, weil jede Rezeptur ein wenig anders ist. Ich habe es Sarma tatsächlich nur gegessen, wenn es meine Oma gemacht hat, wenn es meine Mutter gemacht hat oder meine Tante, die es natürlich auch von meiner Oma gelernt hat. Und diese Rezeptur, die ich über alles liebe und die für mich nichts ersetzen kann, habe ich irgendwann von meiner Mutter gelernt und die möchte ich euch heute zeigen. Eine der größten Zutaten für die Füllung sind Zwiebeln. Davon brauchen wir relativ viele und die müssen wir auch relativ klein schneiden. So klein, dass man sie beim Essen gar nicht mehr wirklich im Mund spürt. Deswegen hatte ich angefangen, erstmal die Zwiebeln mit Messern klein zu schneiden, was auch möglich ist. Aber ich finde, es sind dann immer noch etwas zu große Würfel, sodass ich irgendwann einfach einen Food Processor genommen habe und die Zwiebeln damit zerkleinert habe. Wenn wir die Zwiebeln zerkleinert haben, geben wir die in eine Pfanne, die wir auf mittlerer Hitze schon mal erhitzt haben und dünsten die Zwiebeln an. Wir geben einfach noch etwas Wasser dazu, sodass die Zwiebeln abgedeckt sind und dünsten die an. Und sobald die Zwiebeln nach ein paar Minuten etwas angedünstet sind, geben wir Olivenöl dazu. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten 10 Sekunden denken, wie kannst du so viel Öl in dein Essen dazu geben? Aber für die Füllung braucht man tatsächlich viel Öl. Falls ihr euch fragt, wie viel Öl wir dazugeben müssen, ich bin nicht jemand, der wirklich nach Angaben kocht, sondern ich versuche mir, und das versuche ich jedem weiterzugeben, dem ich irgendwas weitergeben kann, versuch auf die Konsistenz zu achten. Also auch wenn man andere Videos sieht, würde ich immer versuchen, auf die Konsistenz zu achten. Wie fühlt es sich an? Denn dadurch kann unser Gehirn Informationen speichern und wir lernen das richtige Kochen. Nicht nach Rezepten kochen, nach der Konsistenz und nach Gefühl zu kochen. Und hier kann ich sagen, achte darauf, dass sich die Farbe der Zwiebeln ins Gelbliche verändert. Ich versuche aber in die Beschreibung eine ungefähre Mengenangabe trotzdem noch hinzuzufügen. In diesem Olivenöl braten bzw. dünsten wir die Zwiebeln noch weiter an und geben dann Tomatenmark dazu. Auch hier kann ich wieder auf die Konsistenz gehen und sagen, ich habe jetzt 2 Esslöffel genommen, aber ich würde darauf achten, dass sich die Farbe ins Rötliche verändert. Das nächste, was wir dazugeben, ist der Saft einer Zitrone. Natürlich könnte man eine Zitronenpresse zum Beispiel dazugeben, aber die habe ich nicht. Also werden wir wahrscheinlich noch 1-2 Kerne hier rausnehmen müssen. Als nächstes kommen wir zu der Hauptzutat unserer Füllung und das ist natürlich Reis. Ich benutze hier Rundkornreis und den waschen wir so lange aus, bis sich die Stärke aus dem Reis rausgewaschen hat. Ungefähr 3 bis 4 Mal, so wie man es vom Reiskochen einfach kennt. Kochen wir den Reis in der Füllung? Nein. Ich werde euch gleich zeigen, was wir mit dem Reis machen. Die Menge schreibe ich euch in die Beschreibung rein, weil ich mir gerade jetzt noch nicht sicher bin. Geben wir also unseren gewaschenen Reis in unsere Pfanne rein. Das Ganze ist immer noch auf mittlerer Hitze und es ist ja sehr wenig Flüssigkeit in unserem Topf oder in unserer Pfanne. Das heißt, der Reis wird gerade gar nicht gekocht. Er wird vielleicht leicht angebraten oder ganz leicht angedünstet oder gekocht. Und genau das machen wir auch mit dem Reis. Wir geben jetzt einfach unsere Gewürze dazu und da würde ich einfach nach persönlichem Empfinden Salz und Pfeffer natürlich dazu geben. Und wir wollen ein bisschen Freshness in unsere gefüllten Weinblätter reingeben. Also brauchen wir frische Gewürze, wie zum Beispiel Minze. Und da ich das Video leider im Winter drehe, habe ich keine frische Minze und auch keinen frischen Dill, den ich dazu gebe. Also gebe ich getrockneten Dill und getrocknete Minze dazu. Aber ich habe aus unserem Garten frische Petersilie. Und ein bisschen Freshness schadet dir nicht, auch im Winter. Und deswegen habe ich noch frisch ganz fein gehackte Petersilie dazu gegeben. Das war's. Der Reis war ungefähr 5 Minuten in unserem Topf und in unserer Pfanne und ist nicht gekocht und wir sind fertig mit unserer Füllung. Die Füllung haben wir jetzt vorbereitet und hier ist sie und das ist auch der einfachste Teil. Wenn ihr jetzt keine Weinblätter habt und das Ganze nicht rollen wollt, weil das ist der längste Teil und der schwerste Teil, könnt ihr das Ganze länger kochen und einfach als Hauptspeise essen. Zur Füllung haben wir jetzt alles gesagt und wir machen uns jetzt ans Rollen ran und ich zeige euch, wie man die Weinblätter rollt und danach kocht. Welche Weinblätter benutzen wir? Ich bin, glaube ich, nicht der Beste, der diese Frage beantworten kann, weil wir in unserem Garten Weinblätter angepflanzt haben. Also wir haben ja Trauben angepflanzt und diese Trauben haben ja Blätter und das sind die Weinblätter, die wir benutzen. Man kann sich im türkischen Laden oder wahrscheinlich auch in anderen orientalischen Geschäften
Weinblätter kaufen, die bereits eingelegt sind. Ich habe dazu nicht wirklich viele Informationen, aber geht einfach mal in euren türkischen Laden des Vertrauens, fragt nach. Ich bin mir zu 100% sicher, dass sie euch dort weiterhelfen werden. Ich schwöre euch, das Schwerste bei Sarma ist es, die Weinblätter zu rollen, was Sarmak heißt, und dadurch bekommt das Gericht auch ihren Namen. Ich habe es vor Jahren versucht zu lernen und habe es erst wirklich, wenn man sich hinsetzt und 1-2 Stunden einfach nur macht, gelernt. Ich kann es aber bei weitem immer noch nicht so schnell wie meine Mutter. Wir nehmen unsere Weinblätter, trennen den Stiel ab und schmeißen den Stiel nicht weg, den werden wir gleich noch brauchen, geben ganz wenig unserer Füllung drauf. Das ist der Fehler, den, oder das ist das, was viele anders machen, dass sie sehr viel Füllung drauf geben und die Weinblätter beim Kochen platzen. Wir haben ja Reis in unserer Füllung und Reis quillt auf, wenn Wasser drin ist. Das heißt, die Füllung vergrößert sich nochmal. Das heißt, wir geben wenig Füllung rein. An die untere Kante der Weinblätter breiten den Reis ein wenig aus, ziehen das nach vorne, sodass wir sozusagen die Füllung mit unserem Weinblatt eingeengt haben, klappen die Enden bis zur Kante, fangen an, wirklich eng, langsam und eng, wirklich eng, das Weinblatt zusammenzurollen. Und ich habe oft eng gesagt, weil es ist einfach ästhetisch richtig schön, wenn wir so schöne, lange, kleine, eng zusammengerollte Weinblätter haben. Und das machen wir mit den restlichen Weinblättern auch. Also ganz wenig reingeben, von unten anfangen zusammenzurollen und die Seiten immer beachten, dass wir die Seiten auch zusammenklappen und zurollen. Bis wir irgendwann 1000 Weinblätter oder wie viel wir auch haben, wahrscheinlich so ungefähr 100 Stück zusammengerollt haben. Das ist wirklich eine Aktivität, wo man sich hinsetzen sollte mit Kollegen. Also in der Türkei ist es ja so, dass sich alle Tanten treffen und am Tisch so Kaffeeklatsch machen und Weinblätter rollen. Oder man macht sich eine Serie zu Hause an, guckt sich die an und rollt die zusammen. Weil es ist wirklich etwas, was lange dauert. Die Stiele, die wir am Anfang eben nicht weggeschmissen haben, brauchen wir jetzt. Damit füllen wir den Boden unseres Topfes aus, wo wir die Weinblätter kochen werden. Den füllen wir aus, damit die unterste Schicht nicht anbrennt. Man kann zum Beispiel auch, das ist, finde ich, ein guter Tipp, Zitronenscheiben unten hinlegen, das gibt ein bisschen Aroma und die Weinblätter brennen nicht an. Füllen unseren ganzen Topf mit unseren Weinblättern, müssen die Weinblätter eigentlich nur noch kochen. Und hier brauchen wir wieder ungefähre Mengenangaben, und zwar, dass die Hälfte des Topfes oder vielleicht ein Drittel nur mit Wasser abgedeckt ist. Und dann brauchen wir noch Olivenöl. Ein bisschen müssen wir auf jeden Fall dazugeben, damit unsere Weinblätter nicht trocken werden. Und das Ganze müssen wir jetzt kochen. Und zwar für ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde, anderthalb Stunden oder vielleicht 2 Stunden. Das kann ich nicht genau sagen, aber nach einer Stunde würde ich die Weinblätter auf jeden Fall mal probieren und gucken, wie es schmeckt. Wenn sie weich sind, also das Blatt nicht mehr hart ist und die Füllung gekocht ist, bist du fertig. Völlig egal, welche Angabe ich hatte oder welche Angabe in irgendeinem Rezept steht. Es geht immer um die Konsistenz. Und jetzt geht's nur noch ums Servieren, Freunde. Womit isst man Weinblätter? Weinblätter könnte ich einfach so aus dem Topf essen, aber es gibt eine Sache, die man zu Weinblättern auf jeden Fall servieren muss, und das ist frischer, selbstgemachter Naturjoghurt oder gekaufter Naturjoghurt. Aber Sarma und Joghurt könnt jeden fragen auf dieser Welt, ist einfach die beste Kombi, die es gibt, und meine absolute Traumkombi. Die sind weich, soll es auch sein, weil der Reis ja komplett gekocht wird. Es ist etwas salzig, soll es auch sein. Es ist wir haben sehr viele Gewürze dazu gegeben und die Weinblätter sind auch in einer Lake drin. Und es ist einfach... Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich kann nur noch mal sagen, ich kann nur die Weinblätter von meiner Mutter essen. Und ich kann euch sagen, man kann es auch nicht verfehlen, wenn man es genauso macht. Wie in diesem Video schmeckt es genauso, wie ich es gerade esse. Man kann sehr, sehr wenig falsch machen. Probiert's aus.